auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, was meine Pinsel sind, respektive wie ich meine Foundation auftrage für mein allgemeines Alltags-Make-up, das relativ simpel ist. Und ja, das sind die paar wenigen Sachen, die ich werde brauchen und die möchte ich euch heute zeigen. Das Erste, was ich brauche, für die Foundation aufzutragen, und ich trage eigentlich immer ein BB-Cream auf und im Alltag, ist der Beauty Blender. Den kennen die meisten. Ein unglaublich natürliches Finish zurückgelassen. Absolut kein Pinselstrich sichtbar. Und es ist auch einfach wirklich einfach, mit dem Tool oder mit dem Schwämmchen Make-up so aufzutragen, dass es sehr natürlich wirkt, dass man das Make-up fast nicht sieht. Und das ist das Natürliche, das ist das, wie ich es unglaublich gerne habe. Der nächste Pinsel, den ich immer brauche, eigentlich tagtäglich, ist, um den Concealer unter den Augen aufzutragen, ist so ein kleiner Pinsel, der sehr dicht ist, der für flüssige Produkte geeignet ist. Mit dem gehe ich ein bisschen in den Concealer rein, den ich brauche, respektive ich brauche einen Corrector, gehe direkt unter den Augen rein, so da rein, ist der wunderbar, trage dort meinen Concealer auf, bevor ich ihn nachher pudere. Den brauche ich wirklich jeden Tag, ohne den könnte ich nicht leben. Das ist von der Soeva ein 142 Concealer Buffer. Buffer heisst, dass es schön möglich ist, ein Produkt gut in die Haut einzumassieren, sodass es nachher eben auch nicht so den Cake-Effekt gibt, dass man es nicht so stark sieht und es möglichst natürlich wirkt. Also von dem her, Soeva Buffer Brush, Concealer Buffer Brush, kann ich absolut nur empfehlen. Das nächste, was ich mache, dann, ist natürlich mattieren mit Puder. Ich brauche immer einen Kompaktpuder für da. Und der Pinsel, den ich brauche, ist der kleine Pinsel. Das ist tatsächlich ein extrem kleiner Pinsel zum Puder auftragen, aber ich brauche den eigentlich nur in der T-Zone und vor allem unter den Augen. Und weil er so klein ist, kommt er scheinbar gut da in diese Regionen hinein. Und weil ich Puder nicht im ganzen Gesicht auftrage und nicht so ein Fan bin von dem extrem matten Look, ist der für mich super. Der ist von der Real Techniques, kennt man sicher auch. Der nächste Schritt, den ich auch immer mache, weil ich eine unglaublich helle Haut habe und leider immer im Winter ein bisschen gar, sagen wir mal, Kommentare bekommen im Sinn von «Geht's dir nicht gut?» oder «Bist du heute ein bisschen krank?», muss ich immer ein bisschen Bronzer auftragen. Das mache ich mit diesem Pinsel. Das ist eigentlich ein Pinsel für Puder, allgemein fürs Gesicht. Ich brauche ihn aber eigentlich nur für einen Bronzer. Sonst ist er mir einfach zu gross. Ich komme mit diesem Ding nicht wirklich unter die Augen rein. Habe ich zuerst das Gefühl gehabt, es war ein Fehlkauf. Aber jetzt für einen Bronzer funktioniert das für mich super gut. Ich mache vor allem das 3. So in dieser Region geht zwar nicht immer, aber nutze ihn einfach für das, mein Gesicht ein bisschen Wärme reinzugeben, damit ich nicht ganz so halb tot aussehe. Es ist auch von der Real Techniques Powder Brush, ganz einfach Puderpinsel. Den brauche ich also wirklich auch jeden Tag. Und der letzte Pinsel, den ich wirklich nicht könnte ohne sein, wobei es da ganz viele verschiedene gibt, die genau das Gleiche machen, dann muss es nicht unbedingt der sein, den ich euch hier zeige, ist ein kleiner schräger Pinsel. Das ist von der Louise Young, ein LY31, ein LY31 Pinsel. Das ist ein kleiner schräger Pinsel mit Naturhaar. Zumindest glaube ich, dass es Naturhaar ist. Es ist einmal kein synthetischer Pinsel. Nicht synthetisch soll er darum sein, oder respektive das Naturhaar soll es darum sein, weil ich ihn vor allem für ein Puderprodukt brauche. Synthetische Haare sind immer gäbig für flüssige Produkte. Und diesen kleinen Pinsel brauche ich natürlich für meine Augenbrauen, weil ohne meine Augenbrauen geschminkt gehe ich ja nur ungern zum Haus aus. Ich trage zuerst mit dem braunen Stift die Augenbrauen ein bisschen auf, gehe dann aber immer mit dem Pinsel drüber. Ohne den kann ich nicht. Wie gesagt, kann dann wunderbar nach oben und nach unten. Also auch dieser Pinsel, absolut ein Must für mich. Das wäre es schon gewesen. Das sind die paar Sachen, die Tools, die Pinsel, der kleine Beauty Blender, den ich im Alltag brauche. Es sind nicht viele Sachen, aber ohne die würde mein Alltags-Make-up nicht so gut funktionieren und ich würde sie sehr stark vermissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffentlich sehe ich euch hier wieder. Tschüss!